funktioniert. Bild ist irrelevant. Ich wollte gerade mal die Gelegenheit nutzen, hier etwas festzuhalten auf Video, was ich eben in meinen Status bei Facebook geschrieben habe. Und da rauscht immer alles so durch die Timelines und dann ist es irgendwann weg und dann hat man es nie wieder. Und per Video ist es dann halt eben auch für mich immer wieder mal da. Ich schrieb in dieses Fenster, wann immer ich hier oder in irgendein anderes Fenster was reinschreibe, irgendwas sage oder sonst von mir gebe, zum Beispiel in Videos, bin ich mir bewusst, dass ich selbst der Einzige bin, der in der Lage ist, meine Worte genauso zu deuten, wie ich das tue. Deswegen bin ich selbst für mich schon mal der entscheidende Zuhörer geworden. Alles, was jemand anderes dazu sagt, ergänzt meine Sichtweise. Widersprüche existieren eigentlich nicht, wenn man ganzheitliche Ergänzungen zulässt. Ich weiß, dass ich mit mir rede, wenn ich den Mund aufmache. Mein Wort in mein Ohr. Denn ich bin der Gott meines Universums. Das ist niemand anderes außer mir in meiner Wahrnehmungskugel. Ich weiß, ich habe es im Herzen begriffen, ich sehe es, dass immer passende Schwingungen, alle zu ihrer passenden Zeit, mir dabei helfen, diese Wahrnehmungskugel so zu gestalten, wie ich das als Seele, also mein göttliches Ich, gern erleben möchte. Das sind dann quasi die anderen. Und ich weiß, dass all diese Schwingungen in mir, in Anführungsstrichen, nur dabei helfen, mich selbst zu spiegeln. Kein Streit also mehr sinnig, kein Gegeneinander mehr, reiner Austausch des einen durch sich selbst. In allen Aspekten, die ein Ego installiert haben und sich als etwas Eigenes, von anderem Abgespaltenes wahrnehmen können. So wie du und ich, die wir im Innersten eins sind. Ja, ich rede gerade, weil ich irgendeinen Grund dafür habe und du guckst es gerade, weil du irgendeinen Grund dafür hast. Und das hat einen Grund. Ja, davon rede ich gerade. Und so bin ich, mein Ego, immer sehr dankbar für Anregungen anderer, durch die wir, das eine, uns permanent weiterentwickeln. Und das durch Worte wie diese hier immer bewusster. Ne? So holt man sich den Input, dann, wenn man ihn braucht. Immer klarer, immer ruhiger, immer schöner. Der Stress lässt nach und die Ruhe kehrt ein. Und das, wonach sich nicht nur mein Ego seit langem sehnt, das ist Ruhe. Und nun ist auch meine Seele so weit, das Ego so zu behandeln, dass es seine Ruhe auch wieder erleben kann. Ich merke das, es wird immer ruhiger. Ja, so, das wollte ich mal festhalten. Danke, wenn ihr euch da was rausholen könnt, dann tut das. Und schreibt ruhig eure Kommentare drunter, weil, wie gesagt, alle Worte, die ich wahrnehme, sind meine Worte. Und das, was, wenn du schon gesehen hast, kann ich dir auch hier an dieser Stelle empfehlen. Mach's ruhig mal auch so.